Ja, moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren Apex Legends News Update. Ich habe die geilsten Informationen, seit es Apex Legends gibt. Ich habe es gestern gefunden, wollte jetzt aber nicht noch ein extra Video machen, weil gestern schon ein Video kam. Deswegen heute nochmal ein extra Video für dieses geile Feature, was wir uns eigentlich alle wahrscheinlich schon seit Anfang an wünschen: Private Lobbies. Für jedermann. Ich zeige euch den Post, den habe ich, wie gesagt, gestern am Sonntag habe ich den entdeckt. Apex Legends Private Matches are going to be made available for all players in the future. Für sämtliche Plattformen, also zu Deutsch, die privaten Lobbys sollen in der Zukunft für alle erhältlich klingt dämlich. Also für alle freigeschaltet sein, sodass ihr mit euren Leuten völlig alleine von mir aus nur zu 5, zu 10, zu 20 auf der Map eurer Wahl wahrscheinlich landen könnt. Könnt euch gegenseitig die Birne wegballern und vor allen Dingen für alle YouTuber, Streamer außerhalb von Kanalmitglieder zocken oder Sub-Only zocken auf Twitch. Wir können einfach mal sagen, Leute, alle die gerade zuschauen, alle die Bock haben mit Crossplay, ohne Crossplay, keine Ahnung. Wir können uns zusammenfinden, wirklich alle. Für alle würde ich das tatsächlich machen, nicht immer, aber immer öfter könnte ich alle euch einladen in die Lobby. Wir können zusammen auf Kings Canyon starten, auf World's Edge und so weiter und so fort. Und wir können eine private Lobby starten und können miteinander zocken. Natürlich unter der Voraussetzung, dass ich gerade bei einem Stream einen fetten Delay reinmache, sodass keiner Stream snipen kann und nicht sieht, wo ich zum Beispiel abspringe. Aber das ist doch mal eine Nummer. Und vor allen Dingen, wenn vielleicht mal eine neue Map kommt, kann man in Ruhe vielleicht erstmal irgendwo landen, kann sich mit der Map vertraut machen und keine Ahnung, man kann irgendwelche Challenges machen und einfach zusammen eine Menge Spaß haben. Und das ist einfach mal ein Feature, was ich mir schon so lange wünsche. Dieses Feature gibt es übrigens schon fast von Anfang an, aber es glaube ich nur auf dem PC und nur für ausgewählte, ich glaube Streamer war es, wenn ich mich nicht täusche. Es ist, wie gesagt, lasst euch mal in den Kommentaren aus, was ihr von diesem Feature haltet. Ich freue mich mega, ohne Scheiß, mir fehlen fast die Worte. Das ist wirklich die geilste Information in den letzten vielen Monaten, auf die ich mich so sehr freue, weil ich es mir wirklich so lange schon gewünscht habe. Ich bin jetzt auf eure Kommentare gespannt. Wie gesagt, in dem Post steht, in der Zukunft soll dieses Feature kommen. Also ich gehe nicht davon aus, dass es schon in Season 9 kommt. In Season 9 kommt eine Menge andere Sachen. Das Video von gestern, wer es nicht gesehen hat, da reiße ich so ein bisschen was Titanfall-lastiges an Arena-Modus und so weiter. Ich gehe mal davon aus, so in Richtung Season 10 sollte realistisch sein. So, wie gesagt, ich bin auf eure Kommentare gespannt, was ihr davon haltet. Das war's schon wieder von mir. Bis zum nächsten Mal. Daumen da lassen, Abo da lassen, wenn ihr rund um Apex Legends nichts verpassen wollt. Adieu, bis zum nächsten Mal. Ciao.